Bei der Auferstehung Jesu Christi handelt es sich um ein Dogma. Ein Dogma ist eine Glaubensaussage, die nicht beweisbar ist. Das heißt, es kann nicht bewiesen werden, dass das wirklich passiert ist. Und es kann auch nicht bewiesen werden, dass das nicht passiert ist. Man kann es nur glauben oder halt nicht. Nun handelt es sich bei diesem Dogma nicht um irgendeine Aussage, sondern um die ganz zentrale Aussage des Christentums. Der Apostel Paulus schreibt, ist Christus nicht auferstanden, ist euer Glaube vergeblich. Das heißt also, man kann nicht Christ sein, ohne an die Auferstehung zu glauben. Die Auferstehung Jesu Christi, das ist das Zentrum des Christentums. Das Einzige, worüber wir uns unterhalten können, ist, was haben die Autoren des Neuen Testaments gemeint, wenn sie von Auferstehung gesprochen haben? Und wir werden feststellen, dass das sehr unterschiedliche Dinge sind. Wenn wir uns das Neue Testament anschauen, stellen wir fest, dass hier zwei Typen von Berichten über die Auferstehung enthalten sind. Zum einen gibt es die Ostergeschichten. Die haben ein besonderes Interesse an den geschichtlichen Ereignissen, also alles, was so rund um das leere Grab passiert ist. Die drei Frauen kommen zum Grab, wollen den Leichnam Jesu salben, finden das leer vor. Dann gibt es noch Theater um die Frage, ob das Grab bewacht wurde oder nicht, ob der Leichnam gestohlen ist oder nicht. All das wird in den Evangelien diskutiert. Also dieses ganze Umfeld um das leere Grab drumherum. Daneben gibt es die sogenannten Formeltraditionen. Diese Formeltraditionen sind deswegen von ganz besonderem Interesse, weil sie deutlich älter sind als die synoptischen Evangelien. Das heißt also, wir haben hier ein Traditionsgut, das uns in die allerälteste Zeit des Urchristentums ganz in die Nähe des Todes Jesu zurückverweist. Der springende Punkt dabei ist, dass mit den Osterereignissen, also mit Tod und dem, was nach dem Tod Jesu kam, sich ganz grundlegend im Verhältnis Gott-Mensch verändert hat. Das heißt also, das Verhältnis zwischen Gott und Menschen ist nicht mehr das gleiche wie vorher. Und das macht den Kern des Christentums aus. Und diesen Gedanken, den finden wir vor allen Dingen bei Paulus und mit einiger historischer Ausmalung dann auch bei Johannes. Was bedeutet jetzt die Auferstehung nach den Formeltraditionen, also nach dem, was Paulus und Johannes wichtig ist? Die Pointe ist folgende. Tod und Auferweckung Jesu bedeuten, dass wir alle, wir die ersten Christen damals und wir heute, Hoffnung auf das ewige Leben haben. Denn das, was zwischen uns und Gott steht, das wurde von Gott beseitigt. Das, was uns von Gott trennt, das bezeichnet man in der Fachsprache der Theologie als Sünde. Damit sind nicht die kleinen Alltagssünden gemeint, sondern dass grundsätzlich eine Barriere zwischen uns und Gott steht. Also die Auferweckung Jesu, Paulus spricht ganz bewusst von Auferweckung, Gott Vater handelt und nicht einfach Auferstehung, das wäre aktivisch gedacht. Also die Auferweckung Jesu, die ist im Grunde genommen eine Art Metapher dafür, dass das, was unser Verhältnis zu Gott behindert hat, jetzt nicht mehr gilt, sondern dass jetzt wir in einem neuen Verhältnis zu Gott stehen und dieses neue Verhältnis uns zu Gott kommen lässt. Und das wiederum sagt, dass wir Hoffnung haben dürfen, irgendwann das ewige Leben zu erhalten. Bemerkenswert ist nun, dass Paulus die Geschichte vom leeren Grab gar nicht erwähnt. Also kommt es ihm offenbar gar nicht drauf an. Vielleicht sogar kennt er die Geschichte überhaupt nicht. Wenn das so ist, dann muss man natürlich fragen, woran das liegt. Und das ist ganz einfach. Es geht, wenn Paulus von Auferstehung spricht, ihm darum, dass Auferstehung eine Metapher ist, dafür, dass sich jetzt nach dem Tod Jesu etwas Grundlegendes verändert hat. Für diese Veränderung benutzt er die Metapher von der Auferstehung. Daraus, dass Paulus die Geschichte vom leeren Grab nicht kennt, können wir noch eine weitere Sache schließen. Wahrscheinlich handelt es sich bei der Geschichte vom leeren Grab, die bei den Evangelisten erwähnt ist und die deutlich jünger ist, mindestens 30 Jahre nach Paulus erst verfasst, wahrscheinlich handelt es sich bei diesen Geschichten letztlich gesehen um Legenden, die dann den Begriff der Auferstehung in eine geschichtliche Gestalt gekleidet haben. Wahrscheinlich ist die Geschichte vom leeren Grab aber eben nur Legende, das heißt nicht historisch. Die Frage ist, ob dann alles falsch ist.
Das heißt also, wenn die Geschichte vom leeren Grab nur eine Legende ist, ist dann die Hoffnung auf das ewige Leben vollkommen sinnlos? Nein, überhaupt nicht. Der Glaube an die Auferstehung ist genau deswegen wichtig. Mit der Auferstehung hat sich ja etwas verändert. Und das, was sich da verändert hat, das kann auch bis heute den Menschen Hoffnung geben. Es hat damals die Menschen verändert und es verändert Menschen bis heute. Paulus denkt ziemlich rational und ganz ähnlich wie wir heute. Tote marschieren nicht aus ihren Gräbern heraus. Das ist vollkommen unglaubwürdig. Tote verwesen. Wir alle werden, wenn wir tot sind, irgendwann verwesen. Das heißt, was uns nach dem Tod erwartet, das muss etwas vollkommen anderes sein, als wir bisher hatten. Eine vollkommen neue Existenz. Und deswegen ist für Paulus die Geschichte vom leeren Grab auch überhaupt nicht wichtig. Denn wenn es um eine vollkommen neue Existenz geht, dann kann es auch nicht darum gehen, dass da ein Mensch namens Jesus nun quasi unversehrt aus dem Grab herausgeht. Das wird uns nicht erwarten und das ist auch für Jesus nicht relevant. Das heißt, Paulus denkt die Metapher hier konsequent zu Ende. Wir haben Hoffnung darauf, dass sich etwas grundlegend Neues ereignen wird. Wenn wir an diesem Punkt sind, können wir die Frage stellen, ob denn die Ostergeschichten der Evangelien sinnlos sind, wenn es doch in erster Linie auf die Interpretation des Paulus ankommt, nämlich dass sich mit der Auferstehung etwas Entscheidendes zwischen Gott und Mensch verändert hat. Also wozu braucht es dann noch die Geschichten vom leeren Grab? Wozu braucht es die Geschichten von der Erscheinung des Auferstandenen? Zum einen, Geschichten konkretisieren Metaphern. Wenn wir schwierig vorzustellende Metaphern wie die Metapher der Auferstehung haben, dann ist es für viele Menschen wichtig, sich da was Konkretes drunter vorstellen zu können. Und die Ostergeschichten machen das. Sie leisten eine Konkretisierung. Ob diese Konkretisierung der Geschichte heutzutage noch in gleichem Maße glaubwürdig ist, wie sie das vor 2000 Jahren war, das kann man dahingestellt sein lassen. Aber nichtsdestotrotz, eine Konkretisierung an sich ist so lange sinnvoll, wie man im Hinterkopf behält, dass es sich um Metaphern handelt. Die Geschichten des Auferstandenen weisen uns darüber hinaus auf etwas hin. Im Lukasevangelium erscheint Jesus den Jüngern, zwei Jüngern, die nach Emmaus, einem Dorf bei Jerusalem, unterwegs sind. Hier wird deutlich, Lukas möchte darauf hinweisen, dass sich die Weissagungen des Alten Testaments erfüllt haben. Und im Johannesevangelium erscheint der auferstandene Jesus den Jüngern und der Thomas, einer der Jünger, der glaubt gar nicht, dass das wirklich passiert ist und der will dann Jesus berühren, seine Wundmale berühren, um festzustellen, dass Jesus wirklich lebt. Und dann sagt Jesus den Satz, selig ist, wer nicht sieht und doch glaubt. Das richtet sich an die dritte Generation nach dem Tod Jesu, in der das Johannesevangelium geschrieben ist. Das Johannesevangelium ist etwa um 100 geschrieben. Da ist der auferstandene Jesus wirklich nicht mehr handhabbar, nicht mehr anfassbar. Und da kommt es wirklich dann auf den Glauben drauf an. Das heißt, diese Geschichten richten sich auf die Gemeinde, die das jeweilige Evangelium liest und von der wir heute auch insoweit noch etwas haben können, als dass wir sehen können, wir sind in einer ähnlichen Position wie die Nachgeborenen. Wir sollen das Alte Testament lesen, dass es sich in Jesus erfüllt hat und wir sollen wie Thomas, wie der ungläubige Thomas, auch glauben, wenn wir nichts sehen.